Ich hol's mir dann auch mal. Hast du eigentlich Kakarot geholt? Nein. BBZ Kakarot ist ein meiner Meinung nach overhypedes Game mit einem schlechten Kampfsystem. Also das Kampfsystem ist halt... Nee. Wenn man die alten Budokai-Teile gewöhnt ist, ist das Kampfsystem richtig grottenschlecht. Einmal Sakura heilen. Bist du ein Gegner? Du bist ein Gegner. Ich mag's. Weil ich meine, ne, die Animationen sind nice, aber ich mag dieses Kampfsystem überhaupt nicht. Grüße, du siehst wie ein brauchbarer Bändiger aus. Wie gefallen dir Wasser, Temtem? Na, die sind in Ordnung. Nur in Ordnung? Lass mich dir zeigen, was eine ordentliche Wassertechnik erreichen kann. Jetzt bin ich gespannt. Hä? Was soll das für eine Kombo sein? Toll, ihr bufft euch gegenseitig mit Speed. Ist der Wahnsinn. Die sind 25, holy moly. Ja, der Buff hat jetzt vollgebracht. Ist ein ganzer Plan, sich einfach in grundlos zu buffen für die nächsten 50 Runden? Anscheinend. Das reicht so gerade. Stechender Regen. Holy. Okay. Unglaublich, das ist das erste Mal, dass meine wässrigen Jungs verloren haben. So, die eigentliche Frage ist, will ich jetzt mal wieder Team wechseln? 24, 24, 24. Ich glaube, mein Smelly muss mal wieder rein. Oh mein Gott, wie viele Trainer sind hier? Kann man das im Multiplayer spielen? Ja, du kannst das Spiel Koop spielen. Koop ist ein bisschen weird, wenn der Levelunterschied relativ hoch ist, weil dein Queststand und alles wird halt auf den Stand des niedrigsten Players gesetzt. Also das haben wir zumindest gestern rausgefunden. Aber das geht. Das geht sogar relativ gut. Es ist ein bisschen merkwürdig implementiert, weil du kannst halt literally irgendwo rumstehen. Und wenn du quasi dann, ich sag mal, irgendwo langläufst und irgendeinen Fight läufst, wird dein Koop-Partner zu dir geportet. Und er stellt dann quasi drei Temtem und du stellst drei Temtem. Es ist nicht uff, es ist sogar klug, dass das so ist. Weil der höhere Spieler hat wahrscheinlich schon alle Kämpfe gemacht und könnte einfach durchlaufen, könnte in irgendein Haus gehen und du wirst einfach in die nächste Stadt teleportiert, ohne jemals die Route gemacht zu haben. Und das wollten sie halt so verhindern. Hallo Alex hier. Oh mein Gott, welches Level ist das? 4000? 32, willst du mich verarschen? Okay. Justin, we have a problem. Das Vieh könnte so ziemlich wahrscheinlich jeden aus meinem Team one-shotten. Was definitiv ein Problem ist. Ja, und ich mache keinen Schaden an ihm. Oh, come on, hör auf, meine Viecher zu one-shotten. Sch, sch,
Du, das ist einfach der Boss. Der Vorteil ist, jetzt ist es überladen. Reicht das überhaupt? Das reicht. Okay. Alter Falter. 300 XP. Das war wirklich knapp. Ja, total. Für wen? Für mich? Vielleicht. Für dich nicht. Ich will da eigentlich runter, aber... Ich habe das Gefühl, wenn ich mich jetzt weiter bewege, habe ich ein Problem. Ich bin jetzt auf Nummer sicher. Lieber heile ich mich einmal so viel als zu wenig. Ich habe eher das Gefühl, ich sollte da nicht in dem Gebiet sein. Da können wir da einfach mal wieder hin. Wo musste ich lang? Da bin ich nie rüber gegangen. Wait a second. Oh, okay. Also so merkwürdig diese Coop-Implementation in dem Game hier auch ist, ich find's besser und durchdachter als die in Sword and Shield. Aber hey, das ist auch nicht schwer. Sword and Shield ist ja einfach nur... Oh, ich war zu hoch. Ich weiß nicht, wer da dachte, das ist eine spannende Implementation. Was? Oh, wait a second. Ich will eigentlich weiter nach links. Hat hier irgendeine Textur nicht geladen? Oh, wow. Bist du ein Gegner? Hey, wie bist du hergekommen? Ich rutschen. Ah, ich verstehe. Versuchst du das nächste Mal ein paar Kristallschlittschuhe wie meine hier zu besorgen. Es macht Spaß, damit rumzufahren. Wo hast du die? In Omninesien. Ich wollte die Höhlen zwar auch ausprobieren, aber so richtig toll sind die Kristallfelder rund um den Anak-Vulkan. Okay. Energie-Kiwis. Die Frage ist, komme ich da runter irgendwie? Wait a second. Ne, reicht nicht. Okay. Aber ich glaube, es ist der zweite Weg, den ich hochgegangen bin. Wirklich? Gegen dich habe ich dich nicht gekämpft? Ups. Bitte sei leise. Warum? Höhlen-Temtem sind von Natur aus scheu. Naja, wie wär's mit deinem Kampf? Aber ohne herumzuschreien, ja? Interessante Kombo hast du da. Okay, wir machen so.
glaube eher das Coolste an dem Game ist bisher eher die Kombination. Wisst ihr was? Ich zeige euch mal Kombination. Einfach damit Leute da mal eine. Nee. Den hier. Das Ding ist, das Spiel hat ja grundsätzlich nur Doppelkämpfe. Und die waren natürlich smart und haben sich dafür was einfallen lassen. Nämlich es gibt Attacken, wie diese hier, die so ein kleines Plus haben. Und die sagt halt, hey, guck mal, wenn das andere Temtem, was mit dir auf dem Feld ist, ein bestimmter Typ ist, kriegst du Bonusdinger. Und hierbei ist es halt, hey, ich buff mir Angriff, aber wenn neben mir noch ein anderes Melee-Temtem steht, bekomme ich halt Stärkung. Und Stärkung ist ein Debuff und mein Temtem hat quasi die Fähigkeit, immer wenn es gebufft oder debufft wird, macht es gibt es quasi nochmal ein Damage ab. Was dann ziemlich lustig aussehen kann. Und das ist quasi, zack, Damage ab. Und dann der Bonus-Effekt. Und durch mein Passiv, zack, nochmal Damage ab. Und das ist halt sowas, das gibt für mehrere Pokémon. Für mehrere Temtems. Aber das ist die einzige Kombo, wo ich zumindest gerade Zugriff drauf habe. Es ist so weird. Ich weiß nicht warum, aber ich schwöre. Ich habe so das Gefühl, man ist so seit Jahrhunderten darauf konditioniert, Pokémon zu sagen. Was halt super weird ist. War das hier? Ja, das war hier. So, ich muss da also runter. Ne, ich muss nicht runter, ich muss auf die andere Seite. Okay. Die Server sind ja am Funktionieren. Die Server funktionieren schon länger wieder. Warte mal, wie habe ich das eben gemacht? Da war ein Trickball. Was macht der Schnupfen? Es geht. Bin ich wieder unfähig? Ich bin wieder total unfähig. Du gehst hier runter, dann gehst du nach da. Dann gehst du nach hier und dann hier und dann hier. Und dann hier. Ah ja, ich hab's wieder, okay. Und dann hier, hier, hier. Hier, 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 hier. Und dann nach hier. Ich dachte, das rote wäre Lava. Nein, das ist roter Kristall. Anscheinend bekommt man später Kristallschlittschuhe, mit denen man sich da anscheinend frei drauf bewegen kann. Was halt super smart ist. Anfangs ist es halt, hey, du rutschst da drauf und später, hey, du kannst dich darauf frei bewegen. Ich mag das. Das ist einfach durchdachtes Design. Ich müsste mal gerade wem anderen. Oh, das ist das falsche Menü. Du gibst mal den Mantel ab. Und das gehen wir dann Tataro. So. Wer von euch hat noch nicht gefightet? Du hier oben, ne? Ich will nicht unhöflich sein, weil gibt es einen Grund, warum ich den ganzen Weg zur oberen Indigo gereist bin, um zu schwimmen? Es ist sicher nicht, weil ich Gesellschaft so liebe. Okay, ich gehe ja schon. Die Leute sind schon wieder pisst. Fight? Yep. Wow. Du bist von da gekommen? Ja. Und du tust, als wäre das nichts gewesen. Bitte kämpf gegen mich, ich kann sicher viel von dir lernen. Kannst du. Was hast denn du? Oh. Oh.
Psychic, ja. Was ist gut gegen Psychic? Ich glaube Elektro. Autsch, das wird wehtun. Oh, Riptataro. Damn, ich sollte hier nicht sein. Die sind 25. Nicht gut. Damn, das hat so viel Ausdauer gefressen. Ja, ich muss Nestlader rausholen. Ich muss Nestlader sowas von da rausholen. Nein, ich warte, warte. Du bleibst drin. Lass uns das machen. Und dich muss ich rausholen. Schlittschuh fahren war ich ewig nicht mehr. Ich bin noch nie Schlittschuh gefahren und ich werde nie Schlittschuh fahren. Yay! Du ruhst dich aus, du machst Giftschlag. Warum? Ich sag mal so, Schlittschuh fahren ist ein nicht kalkulierbares Risiko für mich. Wegen den kaputten Knien. Sind noch mehr? Ich bin so tot. Wunderbar, eine Herausforderung. Weißt du, warum ich jetzt abgelebt bleiben, statt auf der Klippe zu warten? Weil du gerne allein bist? Natürlich nicht. Ich liebe Gespräche und Kämpfe. Ich bin nur wählerig. Du wirkst nicht gerade gesprächsbereit. Also hoffe ich, dass du wenigstens gut kämpfen kannst. Lass mich raten. Der ist jetzt was? Level 4000? Okay, der hat 4 Level 20er. Okay. Kettenblitz muss früher durchgehen. Nice. Dann krieg ich nämlich ein bisschen hier. Oh mein Gott. Schön heil mich. Immer schön auf den drauf fallen, Genki. Weil du ein Vollidiot bist. Cooler Drache, by the way. Das ist Nestler. Nestler ist meiner Meinung nach relativ nice early. Und es ist einfach Wasser und Elektro. Und es kann halt mit der Fähigkeit spawnen, dass wenn es von Elektroattacken getroffen wird, es sich selbst heilt. Was super angenehm ist. Weil Kettenblitz trifft halt quasi immer drei Ziele. Und zwar nimmt es quasi das erste Ziel und geht dann quasi im Uhrzeigersinn die Ziele ab. Und da mein Nestler quasi immer auf dem dritten Spot steht, kann ich den beiden gegnerischen Temtem Schaden machen und mich selbst heilen. Und wir werden jetzt nicht riskieren, dass dieses Nestler Elektrolyse hat. Wir machen das hier. Ich habe mich schon wieder selber verletzt, weil ich dumm bin.
Was hat Prio? Ja, ich habe mich überlastet, das ist okay. Was? Niemals! Wie hast du das gemacht? Also hier sind so Buttons auf meinem Controller und da drücke ich drauf. Das geht super. Du hast mich gefunden, du hast mich besiegt. Kein Grund mehr, um den heißen Brei herumzureden. Okay. Die Fights hier sind echt nicht ohne. Oh mein Gott, du bist ja tot. Let me help you. Hatte ich nicht noch große Salben? Ich sollte einfach wieder die... Oh. Ich glaube, ich mache das hier. Keine Heileinrichtung. Weil ich habe quasi ein Pokémon Center in meiner Tasche mit der Temtem Essence. Das ist ja quasi, die enthält quasi ein Charge von dem Pokémon Center. Was ganz nice ist. Da kannst du halt auch drum rum arbeiten. Ich brauche eine Dings. Eine Salbe. Okay, was ist hier unten? Loot? Loot. Aufwacher. Hey, das ist mein Fleckchen. Na gut, das ist wahrscheinlich genug Platz für uns beide. Dein Fleckchen? Ja, hier komme ich her, um kleine Schätze zu finden. Das ist unglaublich, wie viel wertvolles Zeug all die Touristen liegen lassen. Natürlich ist mein Traum, irgendwo eine antike Relikte aus der Zeit der Königin und des Königin zu finden. Keine Temtem, kein Interesse. Ihr Temtem-Köpfe habt nichts anderes im Schädel, was? Na gut. Gott, die Dialoge in diesem Spiel sind so gut. Was ist mit euch beiden? Hat dir das Parfüm gefallen, das ich dir gekauft habe, Azra? Lass mich in Ruhe, Facundo. Okay. Ihr schlagt euch mal gegenseitig die Köpfe ein. Ich loot hier weiter. Ist hier irgendwas? Ne. Oh, hi. Oh nein, die beiden streiten sich schon wieder. Ich schwöre dir, das hier wäre der schönste Ort in ganz Dänzer, wenn die beiden nicht gäbe. Und was machst du hier? Kumpel, ich will mich hier nur entspannen, aber die beiden schreien sich immer an. Und dann kannst du nicht entspannen, weil... Na, kannst du das nicht hören? Sie streiten sich ohne Ende. Kubra und Zeynep sind wenigstens leise. Was ist ihr Problem? Was ist nicht ihr Problem? So viel Zeug, wo die beiden sich gegenseitig an den Kopf werfen, sollte man gegen Umweltverschmutzung belangen. Ganz abgesehen vom Lärmpegel. Die haben sich richtig lieb. Ich merke das schon. Okay. Na gut, das ist diese ganze Side Area. Coole Sache. Das heißt, ich kann endlich wieder meine Main-Quest folgen. Das ist ja absurd. Und Fun Fact, ich habe diesen dämlichen Anhänger aus der ersten Stadt immer noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo der hingeschwemmt wurde. Vollkommen absurd. Wo muss ich jetzt hin? Ich muss nach da. Ja, der beste Weg ist echt über die Route, oder? Ja. Ach, come on. Echt, der erste Tabs, den ich da reinmache, sind direkt Mobs? Wobei, eigentlich willst du, glaube ich, nie Duft benutzen. Weil eigentlich will ich immer encountern. Weil vielleicht taucht hier irgendwo mal ein Luma auf. Ist das hier überhaupt richtig?
Rechts hoch, okay. USB-Stick aufladen. Und endlich weiter mit der Main-Quest, nachdem wir jetzt gefühlt 4000 Nebenquests gemacht haben. Haben wir das eigentlich gefixt, dass man... Nee, du kannst immer noch nicht ins Aufgabenmenü gucken. Das scheint noch nicht so die Priorität gewesen zu sein. Was aber verständlich ist. Hi. Wer bist du und warum störst du mich? Ich bin Jo. Mein Glückwunsch. Nicht Entschuldigung, ich muss mich um mein Schiff kümmern. Wer bist du? Ich bin Captain Adia Touré, Eigentümerin und Meisterin des Luftschiffs Narwhal. Und ich bin fürchterlich beschäftigt. Sophie hat mich geschickt. Hat sie das? Also, ich habe nichts als Respekt vor der Dojo-Meisterin. Und du musst ganz schön talentiert sein, wenn sie dir vertraut. Aber die Mannschaft ist bereits vollzählig. Ich brauche nur noch ein Kajütenkind. Ach bitte, ich mache eure Wäsche? Oh, das ist zu verlockend. Sehr verlockend. Ich hasse es, meine Wäsche zu waschen. Danke. Aber nein, danke. Ich habe ziemlich empfindliche Kleidung. Allerdings nun ist es ein Passagier abhanden bekommen. Irgendeine omnesische Temtem-Gelehrte namens Tihani. Wenn du sie schnell wie möglich finden kannst, dann bekomme ich dich irgendwie noch bestimmt in eine Kajüte. Abgemacht. Ich weiß, wo sie ist. Nur bei der Sidequest schon durch Zufall getroffen. Was ist der schnellste Weg dahin? Über die Route runter und dann hier unten aufs Wasser, ne? Ja. Mein Gott, hätte ich mal die Kletterausrüstung, ne? Dann wird das alles ein bisschen schneller gehen. Aber alles, was ich bisher habe, ist das Surfbrett. Also was Gear angeht, wissen wir jetzt vom Surfbrett, der Kletterausrüstung und den Schildschirm. Ja, was wir noch kriegen? Luma? Kein Luma. Nobody cares. Ich glaube, es war hier, ne? Ja. Natürlich laufe ich genau in die falsche Richtung. Natürlich. So. Oh, das ist ein echt weiter Weg darunter, ne? An sich schon. Ich überlege, ich muss quasi... Let's see.